Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Pete. Noch leicht angeschlagen, aber fast schon wieder gesund, möchte ich behaupten. Also Nase ist ein bisschen freier. Ich habe heute aber auch lange geschlafen. Und mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Also ihr habt natürlich wie immer sehr viele Kommentare geschrieben, was wunderbar ist. Aber ich habe ja irgendwie nie gecheckt, wie ich denn überhaupt diese Schreie nochmal verbessern kann, das nächste Wort lernen kann. Und ich dachte eigentlich, ich könnte die mit einer Drachenseele aufrüsten. Aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Bin ich jetzt total blöd? Irgendjemand hat doch, meine ich, geschrieben, ich könnte jetzt hier die Drachenseelen dafür benutzen, die nächsten Worte zu lernen. Beispielsweise jetzt von Iceform. Wort Nummer 2, wie ich es bei Drachenhof habe. Also hier ist Eisform, das erste Wort ist Eis und das zweite ist dann vielleicht, keine Ahnung, Mutter oder Wurstbrot. Ja, auf jeden Fall dachte ich, ich könnte jetzt die Drachenseelen dafür benutzen, aber ich kann irgendwie nicht wirklich. Schade. Was mache ich denn jetzt für die zweiten Wörter? Müsste ich jetzt googeln eigentlich. Ich habe mich jetzt so darauf verlassen. Oder ich bin ja auch einfach zu blöd, könnte natürlich auch sein. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja nochmal schreiben, sonst google ich dann nachher selbst. Dann spielen wir jetzt erstmal so weiter. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Gesellen hier ist. Der steht ja so geil rum. Die Truhe habe ich ja schon geleert, wa? Hau ich den denn jetzt einfach mal? Ja, komm, ich hau den einfach mal. Oh! Huch! Ja, jetzt ist der doch noch aktiv. Wieso kann ich den jetzt schon... Ah, ich wollte schon sagen, ich konnte wieder nicht schreien. Du kannst ja gesehen, das hätte ich dann doch schon ganz gerne. Mein Gott, wie viele... Finisher habe ich denn aktuell? Ist schon geil. Oh, ich kann auch vor allem eine Stufe aufschlägen. Neue Stufe 28! Yay! Mal langsam dauert das ganz schön lange, eine neue Stufe aufzusteigen. Was wollen wir denn? Magica. Yes. Habe ich eigentlich mittlerweile schon diese Magica-Rate hier verbessert? Kann ich das nicht? Erfordert. Erfordert 30. Fuck. Kann ich so noch das eben um einen Punkt erhöhen? Geht das? Mein Wiederherstellungsskill? Ich brauche 30. Oh Gott, das bringt glaube ich nichts. Ja, wie sieht es denn bei Zerstörung aus? Da sind wir mittlerweile bei 47. Haben wir hier noch geile Sachen. Runenmeister. Zerstörung Adept. Dafür brauche ich auch 50. Wieso habe ich denn alles so schlecht geskillt, ey? Ich hätte, glaube ich, ein paar mehr Nebenquests machen sollen. Entschuldigung. Mein Gott! Schießkurz habe ich auch auf 33, witzigerweise. Wo ist denn Einhand? Bin ich jetzt blöd? Schwerrüstung ist ja auch mal vielleicht ganz gut. 47, da können wir doch bestimmt was lernen. Ja, oder auch nicht, brauchen wir auch 50 Fuhr. Fuhr? Nee, schweres kann ich nicht lernen. Ich bin blöd, wieso sehe ich Einhand nicht? Taschendiebstahl, Schlossknappen, Schleichen, Schießkunst. Einhändig, hier ist doch einhändig. 52, da kann ich ja mittlerweile wieder geilen Scheiß, oder? Kritischer Angriff beispielsweise. Du kannst im Sprint einen einhändigen, mächtigen Angriff durchführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Geil. Mächtige Angriffe aus dem Stand verursachen 25 mehr Zusatzschaden und können deine Gegner enthaupten. Was ist denn Gemetzel? Ah, das ist mit Kriegsäxten, genau. Enthaupten? Habe ich da gerade enthaupten gehört? Machen wir doch glatt mal. Ja, Sigi. Enthaupten klingt geil. So, Einhandaxt. Ach Quatsch, Einhandschwert natürlich. Und den richtigen Zauber drauf. Die Truhe haben wir schon geleert, aber hier müssen wir ja auch gar nicht hin. Sondern nach ganz da hinten. Übrigens habe ich nicht vor, nach der Hauptstory dieses Let's Play zu beenden. Sondern dann halt so weiterzumachen, wie ich lustig bin, wisst ihr? Also schon dann täglich eine Folge, das ist schon der Plan. Aber ich kann halt nicht alles aus dem Spiel zeigen. Ich denke mal, das ist verständlich. Aber beispielsweise die Dunkle Bruderschaft möchte ich noch gerne machen, auf jeden Fall. Und solche Sachen. Wieso habe ich da einen roten Punkt? Oder vielleicht auch mal ein bisschen übers Land streifen und gucken, wo wir uns so wiederfinden. Das ist nicht ein roter Punkt, der macht mich nervös. Da sehe ich auch einen. Zwei rote Punkte. Nervosität.
Kommt jetzt wieder ein Drache? Weil da muss ich schnell auf den Drachenschrei wechseln. Ne, ich glaube, ich muss hier rein, oder? Hier geht's gar nicht weiter. Oder doch? Ne. Hä? Ach, scheiße. vielleicht hier rein. Alles nur eine Vermutung. In den Tempel. Der sieht ja interessant aus. Sollte ich überhaupt diesen Eisschrei benutzen? Ich meine, ich habe da ja nur ein Wort. Eisform oder Feueratem. Hier, diese unerbittliche Macht, da habe ich wenigstens drei Worte und der fetzt die halt so ein bisschen weg. Ja, entscheide ich halt. Je nachdem, was gerade abgeht. Was haben wir denn hier noch schön? Das starke Gift der Erzählung. Ich hätte noch gerne einen Heilungszauber. Ach, Quatsch, Heilungszauber. Ein Heiltrank. Oder wie wäre es so mit 20 Heiltränke? Moment, wie gut war der Granatring? Wert 160. Nehmen wir mit. Und so. Gold 8. Ein Drauger. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber den nehmen wir mit. Den zack, zack. Das ist ein Wicht. Traugerwicht. Hm, wo ist er denn, der Peter? Hm? Ich sehe ihn nicht. Hm. Sind das Idioten? Oh oh, vielleicht auch keine Idioten. Nein, keine Idioten. Hallo. Und köpfen! Fuck. Köpfen! Oh, dich köpfen? Den habe ich gar nicht getroffen, glaube ich, oder? Hab ich den getroffen? Und tschüss! Drei Draugerwichte. Null Probleme für uns. Wir spielen übrigens immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad Adept. Ich hatte, meine ich, nochmal so Kommentare gesehen, wo nachgefragt wurde, welche Schwierigkeitsgrad ich jetzt überhaupt spiele. Es ist Adept. Ich frage mich jetzt nur, warum sind die jetzt von hier gekommen und nicht von geradeaus? Hier ist eine Falle, die sehe ich. Hier ist noch eine Falle. Wieso haben die überhaupt nicht ausgelöst, die Arschlöcher? Wir gucken erstmal in die Begräbnisurne und finden 6 Gold. Noch eine Begräbnisurne. 7 Gold und noch so ein geiler Granatring. Hier liegt aber wieder nur Quack, Kram, Quatsch, Unfug. Links oder rechts? Dann nehmen wir mal rechts. Hm. Ah, da ist schon wieder... Jetzt köpf ihn doch! Dann will ich ihn nicht köpfen. Oh my fucking God! Schlag! Geht doch. So, die anderen habe ich ja gerade so geil weggefetzt. Guck, da ist es nämlich ganz schön cool, diesen... Hä? Ist der dumm? Diesen unerbittlichen Machtzauber zu haben... Weil wenn dann so 5 Leute auf dich zurennen, kannst du einfach 2 davon wegballern. Das war gerade ein ziemlich cooler Kampf. Ich habe gerade dicke Eier, Leute. Aber jetzt kommt sofort ein Rätsel und dann werde ich wahrscheinlich meine dicken Eier ganz schnell wieder verlieren. Kastration durch Rätsel. Oh, Granatstein, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Leere Urne am Arsch. So, wie läuft eine Hase hier? Wir haben hier einen Schalter in der Mitte und hier ist nichts und hier ist irgendwie auch nichts. Rechts ist wahrscheinlich eh falsch. Also, wir haben hier auf jeden Fall einen Schalter in der Mitte und hier haben wir einen Wal. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Na, wir haben aber drei Schalter, die wir hier verschieben können. Drei, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also wir haben links den Wal, rechts die Schlange
oben rechts den Adler und oben links die Schlange. In welche Richtung muss der Scheiß überhaupt gucken? Hier in meine Richtung oder in die andere Richtung? Sagen wir mal jetzt hier in diese Richtung. Dann setzen wir hier beispielsweise mal den Wal rein. Da ist schon die Schlange und der Adler. Und dann setzen wir hier mal die Schlange rein. Was passiert jetzt? Hier passiert gar nichts. Dann setzen wir den Schalter mal wieder, Hebel wieder zurück. Wieso passiert denn da gar nichts? Was passiert, wenn wir den Adler reinsetzen? Da passiert auch nichts. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Mein eigentlicher Gedanke war, links quasi das, was da ist, rechts das, was da ist und in der Mitte das, was man aufhaben will. Aber vielleicht gucke ich von der falschen Richtung. Vielleicht muss ich aus dieser Richtung gucken. Also da müsste hier jetzt quasi hier der Adler sein. Ach Quatsch, der Adler. Der Wal und die Schlange. Und hier jetzt von mir aus... Ich kann ja gar nichts in diese Richtung gucken lassen, so richtig. Ah, Moment mal. Deswegen. Schlange und Adler. Richtig. Das hat leider nicht funktioniert. Wieso hat das nicht funktioniert? Ach, hier ist ja auch ein Pfeil. Ich bin auch so blöd. Und hier ist der Pfeil da. Oh mein Gott, da hätte ich vielleicht mal drauf achten müssen. Also, hier ist... Wal. Also, ich, wie gesagt, mit den dicken Eiern ist jetzt schon wieder vorbei. Da habe ich ja schon wieder mehrfach versagt. Versagt mit F. Hier die Schlange. Und jetzt? Aha. Aha, meine Damen und Herren. Gucken wir aber mal nach rechts erstmal, weil da sieht es irgendwie ein bisschen kaputter aus. Vielleicht finden wir da noch eine Truhe. Vielleicht können wir erstmal dahinter gucken, was uns da erwartet überhaupt. Ja, eine Truhe. Guck. Ach! Leute, ich kenne das Spiel doch hier. Schauen wir noch mal rein. Ist hier noch eine Falle vielleicht? Nope. Keine Falle für uns, aber Gold und ein großer Seelenstein. Fein, fein, was sich reimt. Und was sich reimt, ist immer gut. Das wusste schon der Pumuckl. Falls das irgendjemand von euch noch kennt. Das ist diese Zeichentricksendung. Diesem rothaarigen kleinen Kobold. Und dem Schreiner. Meister Eder oder so. Scheiße. Ich weiß nicht mehr genau. Es geht voran, wir haben es geschafft. Mal wieder auf F5 drücken. Ich habe gerade noch Minecraft aufgenommen, da muss man sowas nicht. Deswegen mich da gerade ein bisschen raus. Was? Oh, hi. Hä? Nicht mal umgefallen bist du. Ich behätte dich jetzt. Nee, immer nicht. Ich behätte dich jetzt? Wieso nicht? Und tschüss. Ist hier noch einer? Ja, da ist noch einer. Ein ruheloser Drauger. Zack, der ist auch weg. Mein Schwert ist mal wieder nicht aufgeladen. Das geht ganz schön flott. Da sind jetzt schon sehr, sehr viele Seelensteine draufgegangen. Aber das Schwert ist geil, ey. Gut, dass ihr mir das in den Kommentaren gesagt habt. Weil sonst hätte ich das ja komplett übersehen. Ich wäre da eiskalt dran vorbeigelaufen. Und das wäre natürlich schlecht gewesen. Hier noch ein bisschen Gold. Ein bisschen in die Begräbnisurne gucken. Gold. Ich liebe Gold. Scheiße. So. Und hier schauen wir selbstverständlich auch in die Truhe. Gucken wir mal, vielleicht ist vorher noch was hinter der Statue. Man weiß ja nie. Ist es jetzt leider nicht. Aber ist ja egal. Essenz des Scharmützlers. Steigert die Fertigkeit leichte Rüstung für 60 Sekunden um 20 Punkte. Langweilig. Kleiner Seelenstein. Gut, damit wir unser Ding hier wieder aufladen. Also nicht unser Ding, ich meine das Schwert. Leute, bleibt doch mal bitte ernsthaft hier. Auf Objekte, Waffen... Ich meine, es sind immerhin 10 Blitz, 25 Zusatzschaden bei Drachen. Ja, okay, gegen Drachen kämpfen wir gerade nicht. 10 Punkte Blitzschaden. Sind es mir die 10 Punkte Blitzschaden wert? Da werde ich vorher mal gucken, wie viele Seelensteine wir überhaupt noch haben. 5 große, die will ich dafür eigentlich nicht benutzen. Hä, was ist denn das? Achso, der ist leer. Ich verstehe.
einen gewöhnlichen, 10 gewöhnliche Leute, 10 gewöhnliche und 6 Klassen.